Hallo zu Call of Duty World at War 2. Und ja, ich habe jetzt schon ein bisschen daran gespielt. Hatte so die Closed Beta nicht schlecht. Und heute haben wir jetzt nochmal den letzten Tag. Lasst gerne euer Feedback da, wie euch das gefallen hat. Wieder diesen Zweiten Weltkriegs-Setting, weil sonst war ja die vorigen Teile sehr futuristisch. Und ja, jetzt wollten die eben halt jetzt wieder in diese Richtung einlenken. Dementsprechend dem halt wieder zum Kern, wie ihm halt Call of Duty früher angefangen hat. Und ja, wir schauen uns das einfach mal hier an. Ich wollte euch für euch hier nochmal ein Gameplay bringen. Und sonst auch nochmal an den zweiten Wochenende, was eben halt demnächst noch startet. Ja, lasst gerne euer Feedback da. Ihr könnt euer Feedback auch gerne da lassen, hier bei Sledgehammer Games. Bei Twitter seht ihr das ja. Hier bei der Mitteilung gerade. Und ja, schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt und wie auch das nächste Wochenende wird. Dieses Wochenende war eben halt nur für die PS4 und das nächste wird eben halt für die PS4 nochmal sein und dann nochmal jetzt auch dann für die Xbox One, weil jetzt eben halt das nur exklusiv für die PlayStation ist, weil ihr wisst ja, es hat sich ja alles umgelenkt bei Activision, nicht mehr durch Xbox, sondern jetzt eher PlayZ, weil PlayZ hat sich ja in den Jahren ja mehr besser verkauft. Und deswegen glaube ich, sind die auch deswegen in dieser Richtung gegangen zu denen. Die gucken halt, wo eben halt die Mehrheit ist, da ist klar. Aber dennoch, schauen wir uns das einfach jetzt hier mal an. Ich wollte auf jeden Fall genug geredet haben hier darüber. Ich denke mal, der ein oder andere kennt sich ja hier auch, denke ich mal, aus. Ich habe ja früher auch sehr viele Call of Duty Videos gebracht, falls der ein oder andere mich da schon so lange verfolgt hat. Und ja, wir gucken einfach jetzt mal. Hier haben wir jetzt die Spielsuchen, hier haben wir Soldat, die Division. Dann haben wir hier Luftlande, Hauptquartier, das heißt also unser Main, kann man so sagen, dieses Hauptquartier-Symbol. Das könnt ihr aber auch gerne woanders gerne da lassen. Dann könnt ihr sagen, hier als Hauptquartiersoldat festlegen, Division einfügen, Division kopieren oder benennen, die Division einfügen. Ah, Sie müssen erst einen Soldaten kopieren, bevor Sie ihn einfügen können. Okay. Heißt also, wir können also hier sagen, hier Division einfügen. Und dann können wir hier einen Soldat aussuchen, wie Infanterie, Luftlande, Panzer, Gebirge und Expedition. Hier seht ihr schon mal, was sie für Passivfähigkeiten denn haben demnächst. Hier haben wir, dass wir ein Gewehr, Bajonett haben, zusätzliche Primäraufsatz, dann außerdem auch extra Magazin, Zielrichtung schneller bewegen und geheimes Gewehr. Außerdem haben wir hier auch Luftlande 3, habe ich jetzt soweit erstmal gespielt, weil ich spiele eher gerne MP. Dann haben wir hier MP, haben wir den Schalldämpfer, dann haben wir außerdem mit dabei für längere Strecken Sprinten, dann haben wir schneller über Hindernisse klettern, dann bei 4 haben wir dann erhöhtes Sprinttempo und später haben wir auch eine geheime Maschinenpistole. Außerdem haben wir auch hier Panzer, das ist eher für den ganzen Abwehrkram. Hier haben wir auch weniger Feuerschaden, weniger Schaden durch Sprengladungen. Und ja, die haben eher so ihren Maschinengewehr. Dann haben wir außerdem auch die Scharfschützen, die haben dann eben halt Unsichtbarkeit durch Aufklärung und später durch spielerkontrollierte Serien verborgen, leises Bewegen, da haben die diese Totenstille halt drinne. Also man hat einige bekannte Fähigkeiten eher jetzt hier passiv bei jeweilige Division, wie ihr seht. Also sprich, also jeder hat so seine Eigenarten. Und ja, ich bin einfach jetzt bei der Luftlande. Ihr könnt eben halt auch anpassen, könnt hier US-Fallschirmjäger und später denke ich mal, gibt es auch eine andere Version. Hier in der Beta können wir aber erst nur, ja, nur diese Version auswählen. Dann haben wir jetzt hier außerdem auch, dass wir, Moment, hier auswählen können mit Anpassen. Hier können wir außerdem auch männlich oder weiblich sein. Hier haben wir jetzt die Luftdivision Luftlande. Dann haben wir unsere Primärwaffe, die M3. Also sprich, das denke ich mal, ist auch eher so die MP40. Dann haben wir, ich denke mal, MP40 könnte vielleicht noch kommen. Das ist aber eher nur die M3. Sieht aber sehr MP40-lastig aus, also vom Aussehen her bisschen. Dann haben wir hier die PPSCH 41, kennen wir ja auch. Dann haben wir auch hier die Standardversion Typ 100. Dann haben wir hier auch nochmal die MP 48. Ja, dann seht ihr eben halt, wie stark, welche Reichweite, Präzision, Schussrate und auch Kapazität haben. Dann außerdem haben wir hier leichtes Maschinengewehr. Scharfschützengewehr, die Schrotflinten,
Und dann haben wir auch noch die Gewehre. Die STG-44 kennt ihr ja auch. So, hier könnt ihr eben halt entsprechend die Waffe auswählen. Dann könnt ihr eben halt Aufsätze bearbeiten wie Linsenvisier, schnelles Ziehen, Reflexvisier, Griff, ruhige Hand, Vollmantelgeschoss, verbesserter Drall, Magazinerweiterung und Schnellfeuer. Hier haben wir auch nochmal. Dann haben wir hier Grundausbildung, Eile. Hier haben wir abgefeuert. Dann kriegen wir hier einen Werfer als Sekundär. Dann haben wir Weitblick, dann können wir eben halt weiter schauen, wo die Feinde sich aufhalten auf der Minikarte. Dann haben wir hier Sammler, wo wir die Patronen der Feinde einsammeln können, also die toten Feinde. Dann können wir hier auch hier schneller sprinten, schneller auch beim Sprinten nachladen. Außerdem können wir hier Schütze, da haben wir eine weitere Primärwaffe. Eine zusätzliche, können wir hier zwei Aufsätze auf eine Sekundärwaffe geben. Sie können Waffen beim Sprinten und Springen abfeuern. Also die habt ihr immer schussbereit, so gesehen. Dann haben wir auch Spionage von ihnen getroffene feindliche Punkteserien und Feinde erscheinen auf der Karte. Also wenn wir mal mit unserer Punkteserie Feinde erwischen, dann, also wenn die Feinde getroffen werden oder einmal durch die Punkteserien, dann sind die eben halt auf der Minikarte einsehbar. Dann haben wir auch Anforderungen, Boom und energisch. Energisch wäre was für mich, eher so, wo man noch schneller sprinten kann, also noch mehr abgehen kannst. Das können wir hier eben halt bei 23, wenn wir da soweit sind. Und dann haben wir hier auch die Taktik-Waffen-Granaten, sprich die Granate 69, wo die gerät, welches das Ziel beim Detonation desorientiert und verlangsamt. Und dann haben wir noch die Rauchgranate, wo wir eben halt Rauch verströmen. Dann haben wir hier die normale MK2 Splittergranate. Bei den Deutschen habt ihr eben halt die Stanggranate, also die Stielgranate. Dann haben wir hier noch die Haftbombe, wo das eben halt haftet und dann da halt explodiert. Und dann haben wir nochmal die S-Mine. Ich denke mal, der eine oder andere kennt das auch bestimmt von Black Ops 1. Genau, Black Ops 1 gab es ja auch diese S-Mine 44. Ich glaube aber auch von World at War 1. Ich weiß aber nicht mehr so ganz genau. Ist schon echt lange her, aber ich glaube, da gab es die auch. So, okay. Ja, dann haben wir hier Soldat, die Punkteserien. Dann haben wir hier Molotow-Cocktail, Aufklärung, Vorräte, Artillerie, Gleitbombe, Jagdpilot und Fallschirmjäger. Fallschirmjäger hört sich schon interessant an. Ich glaube, da kommt bestimmt so Verstärkung, irgendwie sowas. Mal gucken. Jagdpilot wäre auf jeden Fall auch mal interessant. Fallschirmjäger, okay. Springen wir selber runter und können aussuchen, wo wir hingehen wollen? Naja, auf jeden Fall haben wir hier erstmal soweit diese hier. Haben wir die Akte. Dann kommen wir zu der Akte mit den Gesichtern. Hier könnt ihr eben halt beliebig euren Charakter personalisieren ein bisschen. Ob der eben halt männlich, was für männlicher oder was für eine weibliche. Ja, ich habe jetzt mal hier genommen. Dann haben wir hier außerdem auch die Visitenkarten, die kennt ihr auch von den anderen Teilen. Die Embleme kennen wir ja auch von den anderen Teilen. Dann haben wir hier Clan-Tag, da könnt ihr eben halt euren Clan-Tag hier drauf klatschen. Ja, dann habt ihr hier eure Freunde mit den letzten, die ihr gespielt habt und halt auch noch die Party. Also hier könnt ihr halt immer sehen, wer alles über eure Party halt dort auch drin ist, wie auch die Party-Atmosphäre ist. Sprich, welcher jetzt da rein darf, also nur Freunde, nur geschlossen, also sprich privat oder halt offen. Dann habt ihr hier den Shop. Mal gucken, was die da sich wieder einfallen lassen, ne? Da müssen wir mal gucken. Und dann haben wir hier nochmal die Grafikeinstellungen. Dann haben wir hier die Lautstärke. Ich finde das gut, dass man hier wieder die Musik ausschalten kann und den Ansager, weil die habe ich eigentlich generell immer aus. Also wenn ich richtig jetzt kompetent spielen sollte. Also sehr konzentriert, dann habe ich die eigentlich generell aus. Auch Soldatenrufe eigentlich. Okay, die signalisieren ein bisschen, wer jetzt halt kommt. Dann haben wir hier noch die Treffergeräusche, die sind eigentlich auch ganz gut, weil dann weißt du ganz genau, wo jetzt jemand getroffen worden ist, so gesehen, auch mit durch Schalldämpfer oder etc. Ja, wie nachdem schauen wir einfach jetzt mal ein öffentliches Minispiel rein, also öffentliches Spiel rein. Und dann gucken wir einfach mal. Hier haben wir hier Team Deathmatch, Herrschaft, Stellung, Moshpit und Krieg. So, dann wollen wir einfach mal reinschauen, wie das so wird. Ich wollte auf jeden Fall euch nur mal hier einen Einblick lassen. Ich denke mal, vielleicht wird auch beim Wochenende zwei mehr kommen, wenn ihr auch darauf Bock habt, weil ich wollte auch ein bisschen wieder mehr dazu einbringen, weil ich habe ja früher auch sehr viele Gameplays gebracht zu COD, auch wo es noch klantechnisch auch noch was abging.
so gesehen. Und es war auch eine sehr, sehr coole Zeit früher, besonders bei Modern Warfare 1 und sogar auch 2. 3 auch schon noch so, aber dann wurde es halt immer weniger in den Jahren. Ehrlich gesagt, obwohl es jetzt futuristisch wurde mit Advanced Warfare oder eben halt auch mit Infinite Warfare. Es war nicht mehr so wie früher halt, ne? Ihr wisst ja auch, was ich meine. Es ist jetzt alles sehr futuristisch gewesen mit diesen Rumgejumpe und so weiter. Und das hast du hier nicht mehr. Hier hast du einfach nur noch dieses klassische Gameplay, wie ihr das auch von den früheren CODs kennt. Also hier hast du jetzt nicht mehr sowas. Dennoch, so trotz hast du hier noch diese Bunny Hopes, also sprich, wo du noch hüpfst von irgendwo, von der Deckung her oder sonst wo, wo du noch schießen tust oder ja, andere Dinge, die man ja auch von früher kennt. So, dann wollen wir mal abchecken hier. Hier geht es ja auch schon ab hier, wie ihr seht. Zeigt ihnen, was Krieg bedeutet. Los geht's. So, wir spielen jetzt die Alliierten und dann gibt es ja noch die Axtmächte. Das wechselt sich halt dementsprechend auch immer so. So. Wir verlieren den Kampf. Ich hab's leider nicht mehr so drauf wie früher, wie man das so von mir kannte, aber kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie intensiv man das ja auch dementsprechend spielt. Dann ist das auch das Spielverhalten auch wesentlich anders. Wow, okay, das war knapp. Wir sind im Vorteil! Oh, da kann was kommen, da kann was kommen. Aufklärungsflieger bereit! Sie haben sich im Bunker verschanzt. Sie bewegen sich! Boah. Aber ich wollte euch dennoch hier meinen Einblick lassen. Okay, mach mal Aufklärung jetzt hier. Aufklärung in der Luft. Aber in diesen Settings kannte man auch COD. Die Aufklärung sucht nach Ziel. Aber ich fand auch diese Gangwarten auch sehr gut. Also mit MW1, MW2, auch noch MW3, aber dann muss zu heavy. Aufklärungsflug abgeschlossen. Aufklärungsflieger bereit für die Mission. Aufklärung in der Luft. Oh, 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 oh. Gleitbombe ist bereit. Gleitbombe. Das ist cool gemacht. Das ist cool gemacht auf jeden Fall. Ah, keiner erwischt. Aber das ist echt cool gemacht, muss man sagen. Hast du die Bombe in deiner Ich-Version? Oh. Das ist also ein Ego. Das sieht schon echt cool aus. Ein bisschen. Ah. Aufklärungsflug abgeschlossen. Aber ich wäre schon ein bisschen neugierig, wie die geheime MP ist. Oder welche das halt ist. Sie sind am Holzkabel. Also zu den Gesichtern hätte ich auch eine sehr schöne Deutsche oder Japanerin, je nachdem, wenn es halt möglich wäre, aber naja, die könnte ja sich ja vieles einfallen lassen, auch mit den Outfits und sowas. Mal schauen. Was sie sich da so alles einfallen lassen würden. Und da kommt... Ah! Okay, ah, Mist. Den habe ich eigentlich noch gehört, aber ich habe ihn rechtzeitig umgedreht. Ich muss auch selber nochmal, selbst bei der Empfindlichkeit nochmal gucken, wie ich das machen möchte. Weil ich hatte ja früher auch ganz anderes gespielt. Kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob ich jetzt genauso wie früher halt wieder sehr mehr auf Gameplays gehe oder sowas halt. Weil schon lange her und mich hat es halt auch nicht
irgendwie begeistert gehabt, diese ganz futuristischen Sachen. Und nicht lange an der Stange gehalten, sowas. Uiuiui. Okay. Ah! Oh, hinter mir war auch schon wieder jemand. Ah. Natürlich macht das auch viel mehr Spaß, wenn du da Leute kennst, die auch das sehr oft spielen, aber das ist leider nicht mehr so der Fall gewesen. Also, natürlich war es auch wieder richtig cool früher, wo man mit Leuten zusammen gespielt hat. War richtig mega, sag ich euch. Auch hier mit Zoom zerstören und alles. Oh! Ja, gut. Es gibt auch so Schrotflinten oder auch Flammenwerfer. Schrotschießen auch irgendwie so mit Feuermunition oder sowas, habe ich mal gesehen. Irgendwie sowas, das ist schon ein bisschen crazy gemacht, aber dennoch das Setting halt, ne? Das ist halt das, was man eben halt auch kannte. Mal sehen, wie das zweite Wochenende wird, so. Oh. Ach, da oben! Ah, super. Feindlicher Aufklärungsflieger entdeckt. Okay, Sie sind an der Flanke. Wir halten das nicht durch! Oh. Ah, schade. Hat sich gleich mal so schnell einen Double Kill geholt. Ah, schade. Knapp. Aber hey, ich wollte euch demnach hier mal zeigen. Oh, guck mal hier. Wir wurden als bester Spieler verliehen. Sehr, sehr nice. Also so eine Art Highlight, kann man auch so sagen, wie ihr das hier auch von Overwatch kennt. Hat ja auch irgendwie was, finde ich. Aber ja, das war es erstmal soweit von Call of Duty World at War 2. Ja, ich denke mal, vielleicht könnte man ja auch sonst bei dem zweiten Wochenende ein bisschen mehr was machen. Eher, wo man auch eher so, anders spielt, also so richtig so Gameplay macht, wo ich mal ein bisschen kommentieren könnte oder sowas halt. Ist ein bisschen anders so, als würde man die jetzt einfach so live machen, natürlich, ne? Das ist natürlich was ganz anderes so. Ja, aber ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Lasst gerne euer Feedback da, hat es euch auch so gefallen, falls ihr es gespielt habt, oder wie ist euer Eindruck, falls ihr euch jetzt hier einfach so mal bei mir zugeschaut habt, also sprich vom Gameplay her, vom Setting, von den ganzen Sachen, die jetzt hier noch dazu gibt. Lasst es gerne mich mal wissen, ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen für eure Unterstützung und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.